Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Die Lohnverhandlungen in der Metallindustrie gelten als Richtwert für viele andere Branchen. Vorgabe, die Metalle bekommen im Schnitt plus 7,4%. Ist das gut genug bei einer aktuellen Inflation von 11%? Dazu ist Gewerkschaftschefverhandler Rainer Wimmer zu Gast im Studio. Zulage, der steirische Wirtschaftskammerpräsident ließ sich seine Gage verdreifachen, wehrt sich aber heftig gegen einen Rücktritt. Nachschlag. Immobilienmilliardär René Benko hat für seine deutsche Kaufhauskette Staatshilfen beantragt, zum dritten Mal bereits. Die Lohnverhandlungen in der metalltechnischen Industrie betreffen zwar nur knapp 200.000 Beschäftigte, aber weil sie traditionell die erste Herbstlohnrunde sind, gelten sie als wichtige Orientierung für alle anderen Branchen. Letzte Nacht, nach 4 Verhandlungsrunden, Streikdrohungen und kurz nach Mitternacht, war die Einigung dann auf dem Tisch. Im Schnitt gibt es rückwirkend mit 1. November 7,44% mehr Gehalt. Das liegt über der Durchschnittsinflation im Jahr vor Verhandlungsbeginn. Das waren nämlich 6,3%. Aktuell ist die Inflation aber deutlich höher, im Oktober enorme 11%. Trotzdem zeigten sich beide Seiten zufrieden. Sozialpartnerschaftliche Tradition auf gut österreichisch. Wohl kaum ein Ritual steht dafür so sinnbildlich wie die Metaller Lohnverhandlungen. Gepolter und Drohungen inklusive. Die Erwartungshaltung ist enorm für die Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die nächsten Monate einfach kritisch werden. Dieses Angebot ist eine reine Provokation. Im nächsten Jahr haben Sie es wieder vergessen, was Sie im Heuer gesagt haben. Der Kreativität der Arbeitgeber ist offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Also da lachen wir nur. Der Abschluss ein klassischer Kompromiss zwischen Minimalangebot der Arbeitgeber und Maximalforderung der Gewerkschaft von 10,6%. Unter diesen Rahmenbedingungen und auch eben diese hohe Inflation, die wir hatten oder nach wie vor haben und die wir auch noch nächstes Jahr haben, ist es auch in unser Interesse, dass wir trotzdem schnell möglich auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen und ihnen sozusagen auch für diesen Teuerungen entgegenkommen. Und insofern ist es natürlich auch in unserem Interesse, dass wir jetzt nicht ewig weiterverhandeln und schon gar nicht dann auf der Straße sozusagen weiterverhandeln. Die Ausgangslage für die Verhandlungen ist heuer speziell. Im September klettert die Inflation erstmals seit 70 Jahren in den zweistelligen Bereich auf 10,5%. Für Oktober liegt die vorläufige Schätzung bei 11%, Tendenz weiter steigend. Die Beschäftigten kämpfen mit Reallohnverlusten. Sie können mit dem, was sie verdienen, also immer weniger kaufen. Angesichts dessen können die Unternehmen mit dem Lohnabschluss von 7,4% zufrieden sein, sagen sogar wirtschaftsliberale Beobachter. Schade sei, dass die Möglichkeit der steuerfreien Einmalzahlungen nicht genutzt wurde. Man hätte dadurch den Staat quasi mit an Bord holen können, was die Finanzierung dieses Abschlusses angeht, und hätte einen höheren Abschluss für die Beschäftigten eigentlich machen können. Ja, man hätte ihnen besser über diese akute Krise hinweghelfen können. Die Gewerkschaften haben hier blockiert von Anfang an. Und feiern das jetzt auch als Erfolg, diese Chance eigentlich nicht genutzt zu haben. Im Handel gehen die Verhandlungen noch weiter. Einen Abschluss zum Schnäppchenpreis werde es nicht geben, gibt sich die Gewerkschaft auch hier kämpferisch und fordert ein Plus von 10%. Es sei aber zweifelhaft, ob ähnlich hohe Abschlüsse wie bei den Metallern auch in anderen Branchen durchsetzbar sind. In vielen Branchen läuft es nicht so gut wie in der Metallbranche. Also die werden jetzt alle versuchen müssen, irgendwo auch in Richtung 7,4 zu kommen, weil sie ja auch im Wettbewerb stehen um die Fachkräfte. Aber in vielen Branchen wird das kaum möglich sein. Möglicherweise wird die sozialpartnerschaftliche Tradition in den anderen Branchen also auf eine härtere Probe gestellt als bei den Metallern. Und live für mich im Studio begrüße ich jetzt Rainer Wimmer, den Verhandlungsführer der Produktionsgewerkschaft ProGE. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend. Herr Wimmer, Sie sind erstaunlich zufrieden mit der Einigung. Sie wollten doch eigentlich unter 8% gar nicht abschließen. Das wurde noch am Mittwoch bei einer Betriebsrätekonferenz beschlossen. Ja, man muss den Abschluss genauer betrachten. Erstens mal sind wir jetzt froh, dass wir in der Nacht von gestern auf heute endlich diesen Abschluss heimbringen konnten. Es ist ein wichtiger Abschluss, aber es ist ein solidarischer Abschluss, weil wir gestaffelte Prozentsätze haben. Kolleginnen und Kollegen, die in niederen Gruppen arbeiten, das heißt, die weniger Geld verdienen, kriegen einen höheren Anteil. Die liegen bei 8 bis sogar 8,9%. Aber im Schnitt sind sie bei 7,4%. Ja.
Jetzt haben Sie auf Basis der Durchschnittsinflation des letzten Jahres verhandelt. Das waren 6,3, da sind Sie drüber gekommen, wie angekündigt. Aber die aktuelle Inflation liegt bei 11%. Das heißt, die Preise steigen sehr viel schneller als die Gehälter. Ja, das ist der Fall, da haben Sie völlig recht. Aber wir verhandeln die rollierende Inflation, weil die Monate jetzt September, Oktober, November, Dezember im nächsten Jahr dann dabei sind, so wie bei der jetzt rollierenden Inflation diese Monate des Vorjahres heuer dabei sind. Und die rollierende Inflation sind eben 6,3. Ja gut, aber da haben ja die Arbeitnehmer jetzt nichts davon. Die müssen jetzt ein Jahr lang mit Preisen leben, die sehr viel mehr steigen als die Löhne. Die Wirtschaft schwächt sich ab und man kann jetzt schon vorhersagen, dass die Arbeitgeber nächstes Jahr viel weniger kompromissbereit sein werden als heuer, weil es ihnen wirklich schlechter gehen wird als jetzt. Das werden wir sehen, ob das tatsächlich so ist. Wir wissen, dass die öffentliche Diskussion viel dramatischer sich darstellt, als die wirtschaftliche Situation tatsächlich ist. Ja, jetzt, aber nächstes Jahr wird es ziemlich sicher schlechter sein. Wir haben ja immer, wenn wir in Verhandlungen treten, ein Riesenproblem, weil da kommen die schwarzen Wolken und das geht alles nicht. Aber natürlich gibt es auch ein Problem. Wir wissen auch nicht, wir können auch nicht in die Glaskugel schauen, wissen nicht, was der Herr Diktator Putin in Russland aufführt. Aber Tatsache ist, wir schauen auf Fakten zurück, die hinter uns liegen, weil das sind die Zahlen, die wir haben. Und haben die Unternehmen enorm gute Gewinne gemacht, haben Dividenden ausgeschüttet und wir wollen einfach haben, dass die Menschen mitgenommen werden. Und das ist dieses Mal auch tatsächlich gelungen. Na gut, aber die Inflation von 11% haben wir ja auch schon, die sind ja nicht in der Zukunft. Und dass Sie auf Basis der vergangenen Inflation verhandeln, dieser sogenannten rollierenden Inflation, das ist ja kein Naturgesetz, das steht auch nirgendwo festgeschrieben. Das ist einfach eine Tradition zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft. Und das mag ja bei einer stabilen Inflation über Jahre auch sehr vernünftig sein. Aber in einem Jahr, in dem sich die Inflation verdreifacht von 3,5 auf 11%, ist das dann immer noch gescheit? Nein, wir werden darüber reden müssen, weil wir haben ja gesehen, wie sich das heuer darstellt. Aber wir sind verlässliche Sozialpartner und wir gehen nicht vom Kurs ab. Und wir haben uns ausgemacht, dass wir diesen Modus für heuer beibehalten. Nicht ganz daran gehalten haben sich ja die Arbeitgeber, die ja von Kerninflation ausgegangen sind. Kerninflation ohne Energiekosten, ohne Lebensmittelkosten, wie wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht heizen müssten, keinen Strom verbrauchen würden oder nicht zum Essen bräuchten. Gott sei Dank haben wir die Arbeitgeber überzeugen können, dass sie von dieser abstrusen Idee abgewichen sind. Jetzt sind Sie ja mit 10,6% in die Verhandlung gegangen. Das hat recht selbstbewusst geklungen. Aber andere Teilgewerkschaften sind noch viel selbstbewusster und haben schon in der ersten Runde 15% und noch mehr verlangt. Und Sie hätten doch eigentlich eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition gehabt. Die Metallindustrie hat geboomt im letzten Jahr und sie leidet unter enormem Fachkräftemangel. Ja, jede Branche muss schauen, dass sie auch die Forderung darstellen kann. Bei uns waren die 10,6% zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gefordert haben, das, wo wir geglaubt haben, als Forderung hineingehen zu müssen. Wir wissen genau, dass zwischen Forderung und dann realistischen Abschluss ein bisschen ein Unterschied sich darstellt. Aber für uns war klar, die 10,6% sind darstellbar und die haben wir auch argumentieren können. Jetzt haben ja die Arbeitgeber ja auch Einmalzahlungen angeboten und wir haben den Experten vorhin gehört, das wäre heuer extrem attraktiv gewesen, weil die Regierung diese Einmalzahlungen bis 3.000 Euro steuerfrei gestellt hätte. Die hätte man netto für brutto bekommen. Warum waren Sie daran gar nicht interessiert? Na, wir wissen, dass Einmalzahlungen ein großes Problem in sich birgen. Sie finden nur einmal statt. Und wir brauchen nachhaltige, strukturelle Lohnerhöhungen. Da helfen uns Einmalzahlungen nicht. Das weiß ich schon. Agenda Austria eher arbeitgeberlastig hätte uns das geraten. Wir sehen seit mehr als 10, 15 Jahren, dass die Arbeitgeber genau diese Richtung einschlagen wollen, weil das für die Arbeitgeber natürlich viel günstiger ist. Ein nicht nachhaltiger Lohnabschluss, ja, den lochen sie an den Holzfuß. Der ist auch viel, viel, viel billiger. Und den Menschen wird es so viel Geld abgehen. Wenn wir eine Lohnrunde mit 3% ausfallen würden, würde das in 20 Jahren 66.000 Euro bedeuten. Das ist unwahrscheinlich, welche Summen da zusammenkommen. Und darum sagen wir, Lohnrunden müssen für uns nachhaltig sein. Jetzt haben Sie einen Teil der Lohnerhöhung mit einem Fixbetrag ausgemacht von 75 Euro. Darum gibt es diese Unterschiede für die einzelnen Gehaltsgruppen. Also man kriegt 5,4% plus 75 Euro fix. Warum verhandelt die Gewerkschaft eigentlich nicht viel öfter überhaupt Fixbeträge für alle, so wie es die Eisenbahnergewerkschaft jetzt probiert? Die sagt, wir wollen 500 Euro Gehaltserhöhung im Monat.
Monat für alle. Und das hätte den Effekt, dass es für die, die wenig verdienen, eine sehr hohe Lohnerhöhung prozentuell ist. Und für die, die ohnehin schon gut verdienen, wäre es weniger, aber alle hätten 500 Euro. Warum machen Sie das nicht viel öfter? Wäre das nicht gerechter? Das ist gar nicht so einfach, das umzusetzen, weil wir haben natürlich unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Ausbildungen, die abgebildet gehören. Und darum glaube ich, dass diese Vorgehensweise, die wir gewählt haben, die ja in die ähnliche Richtung geht, nur nicht so hardcore, die richtige ist. Ein kleiner Teil nur, irgendwie die 75 Euro. Aber es gibt eine Abstufung und ich kann Ihnen sagen, es sind die abgestuft worden sind, nicht alle ganz zufrieden, das ist halt einmal so. Aber trotzdem sind wir heuer eben diesen Weg gegangen mit diesem solidarischen Abschluss. Sie sind seit 2009 der Chefverhandler der Metaller Gewerkschaft. Dieses Jahr war Ihre letzte Runde. Sie haben sehr, sehr viel Erfahrung mit diesen Verhandlungen. Vielleicht können Sie uns mal erklären, wozu dieses alljährliche Ritual so gut ist. Die Gewerkschaft legt was hin, was im ersten Moment völlig irreal ist und die Arbeitgeber kommen mit einem Angebot, das Sie als Provokation empfinden, weil es so niedrig ist. Und dann treffen Sie sich regelmäßig genau in der Mitte. Wozu verhandeln Sie da eigentlich ein paar Nächte lang? Könnten Sie doch nach der ersten Runde durch zwei dividieren und Sie wären dort. Ja, ich bin schon verdammt lange auf der Welt und Sie haben völlig recht. Es ist die 14. Runde jetzt, die 14. Verhandlung gewesen, meine allerletzte. Wie ich angefangen habe zu verhandeln, haben wir mir gedacht, ja, wenn es den Unternehmen gut geht, wenn die Geld machen, das gar nicht selber brauchen können, zu viel, dann könnten du endlich dir auf die Idee kommen, den Arbeitnehmern freiwillig etwas zu geben. Und ich bin dann draufgekommen, ich war wirklich naiv, das funktioniert nicht. Wir sitzen dort stundenlang beisammen, es werden dort Argumente ausgetauscht, die wir uns selber oftmals gar nicht glauben, weil wir so weit auseinander liegen. Und die Arbeitgeber werden erst dann mobil und fangen sich erst dann zum Rühren an, wenn wir Druck machen, wenn wir in die Betriebe gehen, wenn wir Betriebsversammlungen machen, wenn wir die Leute informieren. Und so war es auch heuer und so haben wir die Arbeitgeber im Konsens umstimmen können, diesen unseren Weg einzuschlagen. Gut, aber wenn Sie die ersten Angebote der beiden Seiten addiert hätten und durch zwei dividiert, wäre 7,35 ausgekommen. Abgeschlossen haben Sie bei 7,44. Der Lohnexperte des WIFO sagt, Sie machen das deswegen, weil das beide Seiten einfach für ihre Basis brauchen. Das ist de facto eine Art Show für Ihre Mitglieder, damit die das Gefühl haben, da wird mit aller Macht und allem Einsatz für Sie bis tief in die Nacht verhandelt. Aber in Wirklichkeit steht doch eh schon am Beginn nach den ersten beiden Angeboten fest, wo Sie sich treffen werden. Nein, überhaupt nicht. Das stimmt da nicht. Es sind beinharte Verhandlungen, emotionale Verhandlungen, weil wir oft einfach sehen, die Unternehmungen verdienen so viel Geld. Wir haben oft Möglichkeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die uns das berichten, die arbeiten Tag und Nacht, schieben Ergebnisse bis zum Umfallen und die hören auf unsere Argumente nicht, die Arbeitgeber. Und zu sagen, das ist alles ausgemacht, nein, überhaupt nicht. Der heurige Abschluss ist deswegen zustande gekommen, innerhalb einer Nacht so eine Dynamik bekommen, weil wir gestreikt hätten am heutigen Montag. Am kommenden Montag. Und das war der Druck, den die Arbeitgeber gebraucht haben. Weil ein Streik ist halt irrsinnig teuer. Aber wenn's nicht weiterkommst, gibt es nur das einzige Mittel, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft einsetzen. Die haben nicht die Millionen, die haben nicht das Geld, sie haben aber ihre Arbeitskraft. Und die brauchen die Arbeitgeber ganz, ganz besonders. Letzte Frage noch ganz kurz. Die Metaller gelten ja traditionell als Vorlage für andere Branchen. Kann man davon ausgehen, dass es in diesem Herbst jetzt keine Abschlüsse mehr unter 7% geben wird? Na, das werden wir sehen. Ich würde mich das hoffen und wir aus den anderen Branchen das vergönnen. Auf alle Fälle ist bei uns immer so, wir sind als Erste dran, wir sind sozusagen auch der Schneepflug für andere, wo andere dann mitgenommen werden können. Werden wir schauen, wie sich die heutige Situation oder die heurige Situation im Herbst entwickelt. Herr Wimmer, vielen Dank für das Gespräch. Danke, gerne. Und wir wechseln damit das Thema. In Graz hat heute der langjährige Präsident der Steirischen Wirtschaftskammer sehr kurzfristig zu einer Pressekonferenz eingeladen. Um seinen Rücktritt zu verkünden, haben manche vermutet, weil bekannt geworden ist, dass Josef Ferkers Kammerpräsident und Wirtschaftsbundchef fast dreimal so viel an Aufwandsentschädigung bekommt, wie eigentlich vorgesehen. Aber Herk denkt gar nicht an Rücktritt, nur in der Kommunikation seiner Bezüge sieht er Fehler. Josef Herk, Wirtschaftskammerpräsident und Wirtschaftsbundobmann in Personalunion. Das gibt es nicht nur in der Steiermark. Auch über die monatlichen Bezüge, die es für die beiden Ämter gibt, ist nicht nur in der Steiermark öffentlich kaum etwas bekannt. Was Josef Herk monatlich nun bezahlt bekommt, das wurde gestern dem Standard zugespielt, intern aus der Steirischen Wirtschaftskammer. Von üppigen Zulagen und Zusatzgehältern ist da die Rede. Für die entstandene Optik, wie Herk heute sagt, entschuldigt sich der Präsident. Wir sind, wie ich heute
erkennen muss, leider Fehler passiert, für die ich mich persönlich entschuldigen möchte und denen wir für die Zukunft mit einer Transparenzoffensive begegnen möchten. Zu seinen monatlichen Bruttogagen neben der bundesweit einheitlich geregelten Basisfunktionsentschädigung als Wirtschaftskammerpräsident von rund 4.400 Euro bezieht Herg noch eine 50-prozentige Mehraufwandszulage. Das sind rund 2.200 Euro. Beschlossen hat die Zulage das Präsidium, betont Herg. Für den Wirtschaftsbund Obmann, eigentlich eine ehrenamtliche Funktion, gibt es monatlich 4.000 Euro brutto und zusätzlich 2.000 für das Amt des Vizepräsidenten des österreichischen Wirtschaftsbundes. Die insgesamt mehr als 12.600 Euro monatlich für die beiden Ämter seien gerechtfertigt. Das ist keine Aufgabe für nebenbei, so einmal zwischendurch, sondern das ist 24/7. Und ich möchte auch dezidiert festhalten, seitdem ich den Amtsantritt habe, lebe ich das, vom Scheitel bis zur Sohle. Die Gagen seien im Rahmen des gesetzlich Erlaubten, allerdings an der Obergrenze, so die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft. Sabine Jungwirth kritisiert allerdings die generell fehlende Transparenz. Transparent ist beim Wirtschaftsbund genau gar nichts. Im besten Fall erfährt man ein bisschen etwas über die Transparenzerklärung, die im Zusammenhang mit der Parteienfinanzierung gemacht werden muss. Es öffnet Missbrauch Tür und Tor. Und die andere Geschichte ist, dass natürlich auch damit verbunden Angriffspunkte sind. Ja? Also ich glaube, der Präsident Herg hätte sich einiges erspart, nämlich auch von der persönlichen Attackenseite her, wenn er diese Zahlen einfach öffentlich gemacht hätte. Den Vorwurf, seine Ehefrau wurde von der Wirtschaftskammer Steiermark in den Aufsichtsrat der Energienetze Steiermark GmbH entsandt, weist Herg zurück. Ein solches Entsendungsrecht gibt es nämlich nicht. Der Wirtschaftskammerpräsident spricht von Machtkämpfen innerhalb der Kammer. Man wolle ihn loswerden und so lange beschädigen, bis er das Handtuch werfe. Diesen Gefallen werde ich aber den Heckenschützen nicht tun. Wenn sie mutig sind, sollen sie sich morgen aus der Deckung wagen. Morgen will Herg in der einberufenen ÖVP-Wirtschaftsbund-Landessitzung auch die Vertrauensfrage stellen. Der österreichische Immobilienmilliardär René Benko hat auch einen recht stressigen Herbst. In Wien ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts auf Bestechung, seine Steuerschulden zu minimieren, was Benko energisch bestreitet. Und in Deutschland ist seine Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schon zum zweiten Mal insolvent. Und bereits zum dritten Mal hat die Kette des Milliardärs Staatshilfen beantragt, was in der deutschen Öffentlichkeit und Politik auf immer weniger Verständnis stößt, wie Andreas Pfeiffer berichtet. Dass es mit dem Geschäftsmodell Warenhaus eher bergab geht, lässt sich sogar im Kaufhaus des Westens, dem geschichtsträchtigen Berliner Luxustempel der Konsumfreude, beobachten. Die Eintrübungen der Pandemie, steigende Energiepreise und die Konkurrenz des Onlinehandels werden seinem Eigentümer René Benko heuer einen dreistelligen Millionenverlust bescheren. Die bisherigen Krisen des Galeria Karstadt Kaufhof-Konzerns hat der Großinvestor nicht nur mit eigener Kaufkraft, sondern mit Hilfe von 700 Millionen Euro an Staatshilfen überstanden. Doch nun schlägt eine neue finanzielle Schieflage zu Buche. Und für die 17.400 Mitarbeiterinnen des Unternehmens lassen die neuen Zeiten nicht sonderlich Gutes erwarten. Durch Corona und jetzt die hohen Preissteigerungen ist der komplette Einzelhandel in einer schwierigen Situation. Das ist vollkommen klar. Aber die Antwort darauf müssen Investitionen sein und nicht ein Heruntersparen und ein Verlust von Attraktivität. Dann haben Kaufhäuser sicherlich keine Perspektive. In den 131 Filialen der Kaufhauskette muss sich die Belegschaft nun wieder auf ziemlich einiges einrichten. Ein neues Schutzschirmverfahren wird mit neuen Schließungen einhergehen. Und es wird die Frage laut, ob diesem Investor noch zu trauen ist. Die leeren Kaufhauskassen tun dem Tatendrang von René Benko vorerst keinen Abbruch. Hier am Alexanderplatz und an weiteren deutschen Standorten plant die Signa Holding große Bauvorhaben. Das deutsche Wirtschaftsministerium aber verfolgt nun auch die Ermittlungen der österreichischen Korruptionsstaatsanwälte mit großem Interesse. Intangible Risiken, wie es hier heißt, könnten weiteren Staatshilfen
im Wege stehen. Noch zeigt der Benko-Konzern Kreativität in der Krise. In diesem verlustreichen Hamburger Kaufhaus sind die Kellerräume neuerdings Höherem gewidmet. Eine Ausstellung des Street-Art-Künstlers Banksy soll der Kundschaft zusätzliche Anreize bieten. Aber selbst diese Geschäftsidee wirkt noch nicht sonderlich zukunftsweisend. Übermorgen beginnt im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh die 27. Weltklimakonferenz. Ein zentrales Thema wird dort, wie die reichen Industrieländer, die für 80% der Treibhausgase verantwortlich sind, die ärmeren Länder des Südens unterstützen. Ägypten zum Beispiel stellt mit gut 100 Millionen Menschen 1,3% der Weltbevölkerung, ist aber nur für 0,6% der weltweiten CO2-Gase verantwortlich. Trotzdem stehen dem Nildelta und der Millionenstadt Alexandria bedrohliche Überschwemmungen bevor, wenn nicht noch rechtzeitig teure Dämme und Wellenbrecher gebaut werden, wie Karim El-Gohari berichtet. Dramatische YouTube-Bilder letzten Winter. Hohe Wellen stürzen über die ägyptische Mittelmeerstadt Alexandria herein. Ein großer Teil der Küstenstraße entlang der Stadt war vollkommen überschwemmt. Jetzt, im Spätsommer, ist an der berühmten Corniche von Alexandria von dieser Dramatik des letzten Winters nichts mehr zu spüren. Die Menschen flanieren die Küstenstraße entlang. Modelle von vor 10 Jahren hatten eine dramatische Entwicklung prognostiziert, in denen ein guter Teil des Nildeltas als Folge des Klimawandels vom Meer verschluckt werden wird, wenn nichts dagegen unternommen wird. Der Gouverneur von Alexandria redet nicht lange um den heißen Brei. Viele Forscher sagen, dass die Stadt Alexandria die durch den Klimawandel fünftgefährdetste Stadt der Welt ist, in den nächsten 30 Jahren versinken könnte. Um zu zeigen, was die Stadt unternimmt, hat er uns zu einer der großen Baustellen am Meer vor Alexandria geführt. Seit einem Jahrzehnt versucht die Stadt mit solchen Wellenbrechern und dem Bau einer ganzen Reihe von Dämmen im Delta dem Problem Herr zu werden, erzählt er und beschreibt die Auswirkungen des Klimawandels auf seine Stadt. Die Wellen werden immer höher. Früher waren sie maximal 1,5 Meter hoch. Heute können sie 3 oder 3,5 Meter hoch werden. Und die Frequenz der Stürme im Winter ist gestiegen. Unermüdlich wird hier seit Jahren gearbeitet. Stück für Stück werden die Verteidigungswalle gegen das Meer immer länger und immer größer. Mit solchen Betonsperren versuchen die Behörden, das Problem zu lösen und Wellenbrecher und Dämme zu bauen, um die 5 Millionen Stadt Alexandria vor dem steigenden Wasserspiegel zu schützen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Wer gewinnt ihn? Die Arbeiter, die hier bauen, oder das Meer? Aber das alles kostet viel, viel Geld. Die Chefin des Küstenschutzprogrammes sagt, dass alleine die Maßnahmen vor der Stadt Alexandria umgerechnet über 82 Millionen Euro kosten. Um das zu stemmen, brauchen wir die Hilfe der Länder, die das Ganze eigentlich mit ihrem CO2-Ausstoß verursacht haben. Ich denke, das wird auch eines der Top-Themen der Weltklimakonferenz werden. Tatsächlich geht es hier um eine grundsätzliche Frage von Gerechtigkeit. Ägypten ist gerade einmal für 0,6% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und fühlt sich, wie viele Länder des Südens, bei der Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels alleine gelassen. Auf der Weltklimakonferenz wird es vor allem ums Geld gehen. Denn ohne internationale Hilfe wird, wie an vielen anderen Orten dieser Welt mit ähnlichen Problemen, nicht Alexandria, sondern das Meer diesen Kampf gewinnen. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. Im Süden der Ukraine steigt offenbar der Druck auf die russischen Truppen. Ein russischer Vertreter in Cherson rechnet mit einem Rückzug der russischen Armee vor Ort. Präsident Putin hat angeordnet, Zivilisten in der Region in Sicherheit zu bringen. Kiew warnt, dass es sich um eine Falle handeln könnte. Beim Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz bei Chinas Staatschef Xi Jinping schließt sich dieser den Warnungen des Westens vor einer nuklearen Eskalation des Ukraine-Kriegs an. Die internationale Gemeinschaft solle sich dafür einsetzen, dass Atomwaffen nicht eingesetzt werden können, so Xi.
Nach der Übernahme des Online-Dienstes Twitter will Tesla-Gründer und Multimilliardär Elon Musk die Hälfte der Belegschaft entlassen. Einige Mitarbeiter haben eine Sammelklage gegen Twitter eingereicht. Das Unternehmen habe die erforderliche 60-tägige Vorankündigungsfrist für die Kündigungen nicht eingehalten. Das verstoße gegen Bundes- und kalifornisches Recht. In Linz hat sich heute der Landessicherheitsrat mit den Ausschreitungen zu Halloween befasst. Dabei geht es laut Landeshauptmann Stelzer von der ÖVP auch um die personelle Ausstattung der Polizei. Die Krawalle wurden im Internet angekündigt. Das ist der Polizei im Vorfeld aber nicht aufgefallen, was zu Kritik an der oberösterreichischen Polizeibehörde geführt hat. 56% des Gases in den zu 93% gefüllten Speichern in Österreich stehen laut E-Control österreichischen Speicherkunden zur Verfügung. Aus heutiger Sicht sollte Österreich damit gut durch den kommenden Winter kommen, meint der Vorstand der E-Control, Wolfgang Urbancic. Und ab sofort können Sie auf der Website oewort.at über die österreichischen Wörter des Jahres abstimmen. Zur Auswahl stehen da etwa Klimabonus, Kronzeugenstatus oder Übergewinn. Als Unwörter des Jahres sind unter anderem Beinschabtool, Heizschwammerl und Putin-Versteher nominiert. Und für die Jugendwörter von Digger bis Slay bin ich schon zu alt. Wobei die Wetteraussichten sind ziemlich sass. Im Bergland ist es winterlich geworden. Hier zum Vergleich die Situation gestern und die Situation heute in der Dachsteinregion. Die Alpen entlang geht es morgen feucht weiter. Im Süden wird es föhnig, sonnig. Im restlichen Österreich scheint die Sonne immerhin zeitweise. Insgesamt geht es windig und 7 bis 13 Grad kühl weiter. Übermorgen am Sonntag stellt sich überall freundliches Wetter ein. Wolken und Nebelfelder lichten sich. Die höchsten Temperaturen liegen um 12 nördlich der Donau um 8 Grad. Sass kommt übrigens von suspicious, also verdächtig, aber das wussten Sie natürlich alle. Und damit verabschieden wir Boomer hier uns von allen Boomern auf Dreisat. Schön, dass Sie da waren. Und hier in OF2 geht es jetzt weiter mit einem Universum History über die Frauen von Ravensbrück. Von den Nazis wurden bis Kriegsende 120.000 Frauen und Kinder in das gleichnamige Konzentrationslager deportiert. Die ergreifende Dokumentation richtet den Blick auf jene, die verfolgt und allzu oft auch vergessen wurden. Und in der ZIP Nacht ist heute noch der steirische Primar Reinhold Kerbel zu Gast. Er vorschlägt, den Aufnahmetest fürs Medizinstudium durch ein einjähriges Pflegepraktikum zu ersetzen. Um 23.15 Uhr hier in ORF 1. Inzwischen von uns allen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.